Heute beim Elektrischen Reporter: Reputation, Polizei und Nutzerverfolgung. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, dichtete einst Wilhelm Busch. Ungeniertheit hin oder her, wer im Netz auf seinen guten Ruf bedacht ist, der engagiert vielleicht einen sogenannten Reputation Manager. Das ist eine Art Optimierer für den guten Ruf, wie unser erster Beitrag zeigt. Klaus Kühnen pflegt sein Erscheinungsbild. Sich zurechtmachen, eine gute Figur abgeben, als Marketingberater ist das für ihn selbstverständlich. Doch im Internet hat er zu lange nicht darauf geachtet, wie er rüberkommt. Neuigkeiten, egal ob beruflich oder privat, streut er gedankenlos ins Netz, bis er sich eines Tages selbst googelt. Auf der ersten Seite von Google standen ein, zwei Business-Posts, sage ich mal, die ich auf Xing irgendwann mal abgelassen hatte. Direkt dazu kamen zwei, drei private und danach dann wieder irgendwelche Business-Posts. Also es war ein fürchterliches Kuddelmuddel. Vieles, was sich im Netz über die Jahre angesammelt hat, passt nicht mehr zu seinem Selbstbild. Wer sich über Kühnen und seine Arbeit informieren möchte, der soll eben nicht über Strandbilder aus dem letzten Urlaub stolpern. Deshalb holt er sich Hilfe bei einer Agentur für sogenanntes Reputation Management. Und die Experten für die gepflegte Online-Existenz zeigen Kühnen erstmal, was da alles im Internet über ihn kursiert. Ich bekam ein Riesendossier mit Gott weiß wie vielen Fundstellen, die ich sehr amüsiert durchgeblättert habe. Gott sei Dank nichts wirklich Kritisches dabei, wo ich hätte sagen müssen, das muss sofort weg. Auch sehr lustige Sachen aus der Jugend, mit langen wehenden Haaren voraus. Kühnen entscheidet sich, seine Online-Identität nach seinen Vorstellungen optimieren zu lassen. Und mit diesem Wunsch ist er nicht alleine. Agenturen für Reputation Management helfen dabei. Zum Beispiel die von Christian Scherk aus Düsseldorf. Seine Firma, Revolvermänner, ist Spezialist dafür, unliebsame Treffer aus dem Netz verschwinden zu lassen. In der Regel geht es bei Reputationsmanagement natürlich um die Google-Treffer, gar keine Frage. Aber so einfach, dass wir hier einen Löschservice hätten oder das Reputationsmanagement aus der reinen Löschung von Ergebnissen besteht, so einfach ist es nicht. Weil es geht immer darum, wie stelle ich mich dar, wie positioniere ich mich. Die Darstellung verändern. Dafür stellen Reputation Manager Löschanträge bei Suchmaschinen und schalten, wenn es sein muss, auch Anwälte ein. Etwa um Betreiber von Webseiten zum Entfernen vermeintlich falscher Darstellungen zu bewegen. Vor allem aber stellen sie neue Inhalte ins Netz. Dieses Material gilt es dann in den Suchmaschinenergebnissen möglichst weit nach vorne zu bekommen. Scherk versteht seine Arbeit als Unterstützung bei einem Neuanfang. Wenn es um die Insolvenz geht beispielsweise oder wenn es um irgendwelche Verfehlungen im Internet geht, dann gibt es da kein Verfalldatum. Und dass jemand Jahre später noch tatsächlich mit so einer Situation und nur und in erster Linie mit so einer solchen Situation assoziiert wird, ich denke, das ist ein unhaltbarer Zustand und da tun wir natürlich was gegen. Auf der anderen Seite dieses Ringens um das virtuelle Persönlichkeitsbild steht Alexander Ziesek. Der Arbeitspsychologe hilft Unternehmen dabei, neue Mitarbeiter auszuwählen. Und Internetrecherche gehört für ihn zum Standardverfahren, um geeignete Bewerber zu finden. Ihn interessiert alles: Berufserfahrung, Abschlüsse, aber auch Karnevalsfotos und private Blog-Einträge. Wir können damit ja auch sowas wie ein virtuelles Assessment machen. Wir müssen ja zunächst mal gar nicht mit den Kandidaten sprechen, sondern wir greifen sämtliche Informationen, die diese Kandidaten über sich im Netz hinterlassen haben, ab und können allein auf der Basis schon gewisse Strukturen und Persönlichkeitsmerkmale zumindest hypothetisch ableiten. Natürlich weiß Ziesek, dass Reputation Manager seine Arbeit erschweren, indem sie das digitale Ich ihrer Klienten aufpolieren. Aber er sieht diese Bemühungen gelassen. Denn den Mitarbeiter ohne jeden Tadel, den wollen Ziseks Kunden oft gar nicht haben. Unternehmen kaufen, wenn sie einen Mitarbeiter einstellen, tatsächlich ja eine Gesamtpersönlichkeit. Und dazu gehört auch, dass man mal was gemacht hat, was vielleicht nicht so überlegt war oder was vielleicht nicht so ausgegoren war und was vielleicht auch falsch war. Also mich würde es eher skeptisch stimmen, wenn jemand eine vermeintlich weiße Weste hätte.
Und so kann es passieren, dass das teure Reputation Management karrieretechnisch ganz schnell nach hinten losgeht. Für Klaus Kühnen war die Optimierung seiner Online-Präsenz ohnehin nur der Anfang eines längeren Prozesses. An dessen Ende steht ein beruflicher Neuanfang. Kühnen hat erfolgreich an seinem Ich gefeilt. Aber nicht nur digital, sondern auch analog. Mit extremem Reputation Management sozusagen. Zu vorgerückter Stunde besingen Karnevalisten gerne ein Pferd auf einem Flur. Derweil twittert die Berliner Polizei ganz ohne Karneval von einem Kamel im Stadtteil Friedrichshain. Mein Name ist Yvonne Tamburini, ich arbeite bei der Polizei Berlin. Ich bin verantwortlich für die Social Media Accounts der Polizei Berlin und Sie finden mich auch unter Polizei Berlin unterstrich groß E für Polizei Berlin Einsatz auf Twitter. Wir haben geschaut und festgestellt, die Mediennutzung hat sich verändert. Unsere Reichweite hat sich kontinuierlich nicht gesteigert. Ganz klar, der Bürger rennt heute mit dem Smartphone rum und möchte Informationen auf seinem Smartphone haben. Und da ist ein guter Weg, Twitter zu nutzen. Und dass der Bürger einfach in Echtzeit unsere Informationen bekommt. Genau auf diesem Kanal hat sich eine Menge getan. 2000 Tweets, 45.000 Follower, 30 Millionen Mal wurden Tweets gelesen. Mit diesem Medieninteresse einmal quer durch die Republik, damit hätten wir nie gerechnet. Die Aktion 24 Stunden war eine Aktion, die wir uns überlegt haben im Zeitraum der Nachwuchsgewinnung. Wir wollten einfach ein bisschen mediale Öffentlichkeit schaffen, aber wir wollten auch der Stadt zeigen, was machen wir eigentlich. 12 Stunden Wache war der tiefere Blick danach. Was passiert eigentlich nach einem Notruf? Diese 12 Stunden haben wir halt die Funkwang-Aufträge begleitet. Das war ein Notruf, der ging auch wieder in der Notrufzentrale ein. Da hat ein besorgter Bürger angerufen und gesagt, bei mir läuft hier ein Kamel auf der Straße. Das gehörte zu einem kleinen Zirkus. Ja, und die Kollegen haben dann noch einen schönen Abschlusstweet mit Foto zu diesem Kamel gemacht. Diesen Tweets, die Sie in 24 Stunden Polizei gelesen haben, ist null Fiktion dabei. Also wir sind Teil der Gespräche und wenn man Teil der Gespräche ist, kann man auch das Empfinden der Community für die Polizei Berlin daraus ablesen. Und jetzt kann man schon mal sehen, wie ein Teil der Community die Polizei Berlin empfindet in bestimmten Situationen. Und das ist, so ein Feedback ist schon gut. Twitter ist schon ein Dialogkanal und wenn die Fragen einfach zu beantworten sind oder auch oftmals sind es auch sinnvolle Fragen, die einfach dem Serviceanspruch genügen, dann werden wir einfach antworten. Anders als Reklame in den alten Massenmedien möchte Werbung im Internet die Interessen jedes einzelnen Nutzers zielgenau ansprechen. Und um herauszufinden, wofür die sich denn interessieren, verfolgen Werbeunternehmen im Netz Nutzer, wo es nur geht. Wie das geht, das zeigt unser nächster Beitrag. Das Internet ist voller Propheten und Visionäre. Menschen, die behaupten, Dinge vorhersehen zu können, ehe sie passieren. Auch Karim Attia ist so jemand. Sein Versprechen: Ich weiß, wofür sich Internet-User interessieren. Dazu erstellt sein Unternehmen Nugget Profile von Internetnutzern und verkauft diese an Werbekunden. Seine Daten entscheiden zum Beispiel darüber, ob man beim Besuch einer Website Werbung für Damen- oder Herrenrasierer zu sehen bekommt. Wir schauen einfach, wie sich Browser durchs Internet bewegen und zeichnen das auf, indem wir sagen, okay, er war einmal bei Sport, dann hat er sich im Finanzbereich umgetan, dann hat er ein wenig News gemacht und dann hat er nochmal Radio gehört. Die Firma vergleicht also Surfmuster und sucht nach Parallelen zwischen verschiedenen Nutzern. Aus Ähnlichkeiten schließt man auf deren Interessen. Die Daten dafür liefert ein Cookie, auf Deutsch Keks. Ein kleines Programm, das Nugget auf den Computern von Internet-Usern speichert. Vor allem Nachrichtenseiten interessieren sich für Attias Datenschätze. Im Kern machen wir das alles im Auftrag von Medien, die damit über Werbung Geld verdienen
oder über bessere Inhalte ihre Userschaft stärker an sich binden können. Das ist das Geschäftsmodell dabei. Wer also bestimmte Nachrichtenseiten besucht, ist schnell Teil dieses Geschäftsmodells, oft ohne es zu wissen. Kritiker dieses Modells sprechen hier von Tracking, vom Verfolgen von Nutzern durch das Netz. Kein Problem, sagen die Tracker. Schließlich anonymisiert eine Fremdfirma alle Informationen. Und ein Zertifikat des Schleswig-Holsteiner Datenschutzzentrums gibt es auch, verspricht Nugget-Co-Chef Stefan Noller. Denn wenn wir eins gelernt haben in der Vergangenheit, dann ist es, dass Daten gehackt werden, versehentlich Festplatten, die auf eBay verkauft werden, versehentlich nicht richtig gelöscht und diese Geschichten. Ergo sollte man versuchen, dafür zu sorgen, dass kritische Datenbestände gar nicht erst entstehen. Für Fieke Jansen sind solche Versprechen nur Augenwischerei. An eine wirksame Anonymisierung glaubt die Netzaktivistin der NGO Tactical Tech nicht. In vielen Fällen braucht man nur drei Parameter, um einen Nutzer wieder identifizieren zu können. Das können völlig zufällige Dinge sein. Ein bestimmter Laden, in dem du eingekauft hast, ein Film, den du magst. Das sind eigentlich keine persönlichen Daten, aber sie führen am Ende wieder zu dir. Fieke Jansen ist sich sicher. Mit dem, was Cookies über uns sammeln, können Firmen uns lückenlos durchs Netz verfolgen. Welche Texte man liest, Online-Shops man besucht, welche Ernährungstipps man googelt oder welche medizinischen Probleme man nachschlägt. Die größten Datensammler, Google und Facebook. Aber eben auch die Websites deutscher Tageszeitungen. Jansen trackt diese Tracker. Ihre Seite trackography.org verfolgt den Weg der Daten durchs Internet nach. Das Ergebnis? Die Informationen reisen rund um die Welt und landen häufig am Ende in den USA. Dort interessieren europäische Datenschutzsiegel niemanden. Und auch Zeitungen, die sich durch eine besonders kritische Berichterstattung über Datenschutzthemen auszeichnen, machen mit. Zum Beispiel die Tageszeitung Taz. Ferner haben wir noch über Banner Werbung Tracker leider laufen. Also mit leider meine ich auch tatsächlich leider, weil uns das natürlich auch nicht besonders recht ist. Wir leider aber auch nicht auf die Werbung verzichten können. Beim Geld hört also auch bei der Taz der Idealismus auf. Für Nachrichtenleser im Netz ernüchternd. Aber ein Tipp für News-Junkies hat Fieke Jansen dennoch. Was wir entscheiden können, ist, ob wir alternative Dienste nutzen oder kommerzielle. Denn die kommerzielle Industrie lebt davon, dass sie unsere Daten auswertet. Außerdem können wir Add-ons im Browser installieren, die verhindern, dass uns Cookies tracken. Niemand ist also den Trackern schutzlos ausgeliefert. Und selbst Leser von Nachrichtenseiten mit Cookies bleibt ein Trost. Denn fehlerfrei funktioniert der Blick in die Glaskugel noch lange nicht. Je mehr Verfolgung, umso offensichtlicher wird die Wahrheit. Leo Tolstoi. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.